Mikrofontest 1, 2, 3. Neo läuft. Moin und willkommen zum zweiten Teil. Fragt mich einfach alle Sonntag. Heute mal nicht aus meiner Garage, sondern aus meinem Schlafzimmer, weil in der Garage wird gebaut. Und es sieht erstens aus wie sauber, überall Staublicht und irgendwas. Und mein Dauerlicht ist irgendwo in dem Nebenraum. Netterweise wurde es dahingestellt, damit es nicht schmutzig wird. Allerdings komme ich da heute nicht ran. Deswegen hier. Geht aber auch, damit man nicht alles sieht, da wird das Bild allerdings auf 4 zu 3 geschnitten. Vielleicht erinnert man sich ja noch, früher war das Fernsehbild einfach 4 zu 3 und nicht 16 zu 9 oder wie auch immer. So als Nostalgie-Ding, weil ich es cool finde. Naja, wie auch immer, fangen wir mal an. Ich habe mir die Fragen ausgedruckt und es geht los. Erste Frage, wie geht es dir? Danke, es geht mir sehr gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich weiß ja, von wem die Frage ist. Dein Paket kommt demnächst. Ich schicke es bald los. Irgendwie habe ich es mal vergessen. Kommt, aber danke für die Frage. Es geht mir wirklich gut. Ich war gerade draußen spazieren und trinke gerade einen Kaffee. Bestes Wetter. Es kann einem nur gut gehen. Nächste Frage. Fotografie. Lieber analog oder digital? Vor ein paar Jahren habe ich auch analog fotografiert, macht einfach Spaß und ich habe die Sachen auch selber entwickelt. Also hauptsächlich war es schwarz-weiß, ging recht einfach, da habe ich so eine, könnt ihr alle mal auf meinem Blog gehen, da ist irgendwo so ein Beitrag zu analoger Fotografie und auch wie ich die ganzen Sachen entwickelt habe. Ich fand es interessant, es hat sehr viel Spaß gemacht. Analoge Fotografie hat irgendwas handgemacht, es macht irgendwie... Es macht eigentlich mehr Spaß, weil man da wirklich das alles selber gemacht hat und auch wenn man es selber entwickelt. Es ist irgendwie, das gehört einem irgendwie, kann man nicht erklären, keine Ahnung. Allerdings war das von der Zeit, da hat ein Schwarz-Weiß-Film irgendwie, ich glaube 2,80 gekostet, irgendwie den Dreh. Kostet mittlerweile das Fünffache, wenn das mal reicht. Dazu kommt, wenn man es nicht selber entwickelt und ins Labor bringt, also jetzt nicht irgendwie Rossmann oder sowas, sondern ein richtiges Labor mit Scan und hochauflösenden digitalen Dateien, dann bist du irgendwie noch bei knapp 20 Euro für die Entwicklung. Von daher, was das angeht, eher digital, aber geiler irgendwo ist schon analog, weil es macht mehr Spaß. Aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, analog forever und digital, nee, beides toll, ist halt nur digital, geht halt schneller und du kannst die Bilder einfach mal fix teilen, obwohl es macht mehr Spaß, wenn man gedruckte Bilder anguckt, in der Hand hat und die rumzeugt, als irgendwie ein Handy. Ach, schwierig. Ich mag analog gerne, aber ich habe es lange nicht mehr gemacht. Vielleicht, wenn ich mal viel Geld habe, dann wieder gerne, aber momentan, nee, ist aus Kostengründen digital, sagen wir es mal so. Dritte Frage. Wo soll es dieses Jahr in den Urlaub hingehen? London. Mit den Kindern im Sommer. War letztes Jahr schon der Plan, aber irgendwie, weil England nicht zur EU gehört, war das mit den Corona-Vorschriften so ein bisschen unübersichtlich. Deswegen waren wir in Paris. War auch schön. Dies Jahr hoffentlich London. Das ist der Plan. Im Sommer, irgendwann. Frage 4. Was sind deine nächsten Umbaupläne im Ford? Ich glaube, das war irgendwie schon mal. Fragen die Leute öfter. Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Doch, die Innenverkleidung nach wie vor. Ich hatte jetzt ja so einen kleinen Schrank, Küche, Sideboard gebaut. Und irgendwie will ich die Seiteninnenverkleidung schön machen. Vielleicht einfach nur mit irgendeinem Stoff zu kleben, damit es einfach besser aussieht und man diese scheiß Dämmung nicht sieht. Das wäre also definitiv mein nächster Schritt. Oder dann noch vielleicht, wenn ich es als Küche nutze, oben so eine Lüftung, Dachfenster, Dachluke, irgendwas in der Art. Aber irgendwann, erstmal nicht, erstmal die Innenverkleidung. Wie gesagt, schon lange. Denn mal die Frage werde ich, wenn die normal kommt, beim nächsten Mal genauso wieder beantworten, weil ich einfach nicht vorankomme. Naja. Frage 5. Was machst du hauptberuflich?
ich das wüsste, wenn das mein Chef wüsste, gelernt habe ich Kaufmann, Großaußenhandel. Ich weiß, war die Frage nicht, aber egal. Und früher nannte man das, was ich jetzt mache, vielleicht so Disponenten in der Richtung. Meine Stelle nennt sich Transport Management Specialist. Klingt gut. Im Prinzip mache ich irgendwelche Ladelisten oder plan Stauraum für Schiffe, die wir beladen mit irgendwelchem Quatsch. Die Firma, für die ich arbeite, die stellt Holzprodukte her, USB, Laminat, so ein Quatsch. Der Kram geht nach überall hin, über See, innerhalb von Deutschland. Und ich mache die Containerplanung mit für Übersee, China hauptsächlich und Schiff. Grob gesagt. Und Zoll mache ich auch. Und noch andere Sachen, aber das wird zu lange dauern. Ich mache halt sehr viel. Ja, kriege aber nur Geld für einen. Naja. Frage 6. Geht das schnell heute? Lieblingsband, Lieblingskünstler. Pauschal fällt mir ein Tool. Tool höre ich eigentlich am meisten. Und ich war so froh, dass sie ein neues Album rausgebracht haben vor ein paar Jahren. Da stand auf meiner Bucketlist drauf, dass ich das wahrscheinlich nie mehr erleben werde. Da kam ein neues Album. Fand ich jetzt nicht so gut wie die davor, aber Tool ist eigentlich immer noch meine Lieblingsband. Sonst höre ich eigentlich generell alles. Also auch ein bisschen Oldschool Hip-Hop. Einige deutsche Sachen auch, also irgendwie Retro-Gott oder also die älteren Sachen noch. Was noch? Nirvana, einiges an Punk höre ich. Metal auch ein bisschen was, kann gar nicht sagen was, aber viel. Ich höre keinen Schlager, keine Volksmusik und kein Techno, also diesen Techno-Dancefloor-Scheiß. Nö, höre ich nicht. Aber sonst generell alles, aber oben Tool, Nirvana. Moment. Wir können das auch mal ein bisschen wärmer Zeit. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Also, meine Playlist besteht übrigens auch aus The Who natürlich, Incubus, Soundgarden, Muse tatsächlich auch, Prodigy, Fishmob, die Stones, Devo, Motorpsycho, sehr geil. Motorpsycho und Mother Tongue. Mother Tongue war, glaube ich, die beste Liveband, die ich bisher mal erlebt hatte. Motorhead war auch geil in Wacken. Moment. Da ich hier kein Dauerlicht habe, muss ich das mal anpassen. Es wird draußen ja nach und nach dunkler. Dinosaur Junior, Smashing Pumpkins und so weiter. So viel. Ja, der olle Jimi Hendrix natürlich. Deftones, genau, Deftones war auch noch. Da hatte ich mal das Album White Pony, das habe ich mir als CD gekauft. Und das habe ich so oft gehört. Ich dachte irgendwann, da ist nicht mehr drauf, weil das habe ich einfach so oft gehört. Ich dachte, es wäre weg. Naja, war nicht. Gut, nächste Frage, Nummer 7, 6, 5, 6, 7. Gibt es als Wismar Fotokollektiv noch? Also hier steht was anderes, aber nein. Kurze Erklärung, wir hatten mal so ein Fotokollektiv, so einen Stammtisch mit interessierten interessierten Menschen hier in Wismar. Da haben wir uns regelmäßig getroffen, Erfahrungsaustausch. So ein paar Fotowalks haben wir auch gemacht, aber irgendwie ist eingeschlafen. Ich glaube, so jeder hatte nachher andere Interessen und kurz gesagt, es ist eingeschlafen, leider. So richtig Kontakt habe ich auch zu einigen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob generell noch viele Leute sind in Wismar, die sich irgendwie für Fotografie interessieren. Wenn ja, ruhig mal melden. Obwohl ich ja nicht eher Bock auf Video habe. Aber war eine interessante Sache. Könnte man eigentlich mal wieder aufleben lassen. Also wer Bock hat, irgendwie aus Wismar und Bock hat auf dem Fotostammtisch, Teil 2. Ruhig mal melden, irgendwie hier oder auf Insta. Nächste Frage.
Wo geht's als erstes hin, wenn dein Camper fertig ist? Der wird dann nie fertig. Aber demnächst, wenn er so halbwegs ein bisschen mehr fertig ist, werde ich in die Nähe von Berlin fahren, zu einem gewissen Sören. Dich besuche ich mit als erstes. Und dann, ja, keine Ahnung, Rostock, Polen. Nee, Moment, ich wollte auch mal ins Elbsandsteingebirge. Ja, ich würde sagen, ich beantworte die Frage mit Elbsandsteingebirge. Wollte ich unbedingt mal machen. Und danach komme ich zu dir, Sören. Jo, nächste Frage. Currywurst lieber in Köln oder Berlin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder in Köln noch in Berlin mal eine Currywurst gegessen. Und? Was soll ich sagen? Ich will das auch nicht immer erwähnen, aber ich mache es trotzdem. Sekunde. Helligkeit angepasst. Ich esse aktuell kein Fleisch. Also seit August ungefähr. Von daher, ich denke mal, Köln ist bestimmt besser. Ich sag mal Köln. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht esse ich mal irgendwann mal wieder eine Wurst, aber nö. Von daher, ich weiß es nicht. Ja, Köln. Köln. Meine Katze. Viele Fragen nach der Katze. Moment. Komm her. Miau. Katzen auf YouTube oder in Videos oder auf Insta sind immer wichtig für die Reichweite. Das ist meine Katze. Ich nutze sie aus, schamlos für Klicks. Und sie mag es. Aber jetzt musst du mal kurz, lass mich mal mit alleine kurz oder auch nicht. Bleib auch hier, ist auch egal. Katzen hören da sowieso nicht. Jetzt haben wir auch schon die letzte Frage. Ist ja Wahnsinn. Das waren heute nur 10. Was für ein Bildbearbeitungsprogramm verwendest du und warum? Ich verwende Lightroom schon seit Ewigkeiten. Zwischendurch mal wieder nicht, weil ich habe es mal gekauft. Da gab es halt irgendwie, kannst du hier kaufen für, keine Ahnung, 100 Euro. Und das war deins. Dann fing die an mit diesem Abo-Scheiß, dass man im Monat oder im Jahr halt irgendwie eine Gebühr zahlt, um das benutzen zu dürfen. Und inklusive Updates und anderen Programmen fand ich scheiße. Ich hatte auch ein Video, Quatsch, einen Blog-Beitrag dazu gemacht, wie scheiße ich das fand. Habe ich betitelt mit Fuck you, Adobe. Allerdings bin ich ja so ein kleiner Wendehals manchmal. Jetzt verwende ich wieder Lightroom. Ich habe mir so ein Abo gekauft, keine Ahnung, für 80 Euro gibt es bei Amazon mal im Angebot. Und kann ich dann ja benutzen. Funktioniert nun, weil ich einfach diese Katalogisierung praktisch finde. Also ich will ja die Bilder irgendwo wiederfinden. Und deswegen nutze ich das eigentlich hauptsächlich, damit ich das chronologisch oder wie auch immer in den Katalog abspeichern kann. Und generell Bildbearbeitung mache ich nicht so viel, weil ich aber nur ein bisschen Helligkeit anpasse. Und so ein bisschen diese Kurven, damit das ein bisschen leicht analog aussieht. Weil das meiste mache ich halt direkt beim Fotografieren in der Kamera. Und deswegen brauche ich da keine super tollen Programme. Könnte man natürlich jetzt sagen, ich bearbeite die Bilder kaum, weil ich so gut bin im Fotografieren. Stimmt eigentlich gar nicht. Aber meine Ansprüche sind da nicht so hoch, dass ich das mega bearbeiten muss. Und das ist übrigens ein Stativ, was ich benutze. Das habe ich jetzt in der Hand. Ich weiß nicht warum. Bin nervös. Und ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich traurig bin, dass das Video schon zu Ende ist. Ich habe nämlich keine Fragen mehr. Und irgendwie ist das. Es ist halt suboptimal, weil draußen ist mal wieder Sonne, da mal wieder Regen. Die Wolken machen alles dunkler und wieder heller, deswegen schwankt das Licht ein bisschen. Das nervt und ich komme halt nicht an mein Licht. Aber generell finde ich es hier gar nicht so schlimm in meinem Schlafzimmer. Vielleicht mache ich die nächsten Videos auch hier. Ich habe keine Ahnung. Mal sehen.
Um das Ganze weiterzuführen, brauche ich natürlich auch mal wieder ein paar neue Fragen, die ihr mir hoffentlich stellt auf Insta oder auf dem, in dem Link, den ich hier nochmal reinschreibe in die Beschreibung. Wenn keine Fragen kommen, dann gibt es ja keine neuen Videos dazu. So einfach. Traurig, ne? Nein, wie auch immer. Vielleicht gibt es dann halt einfach nur einmal alle 3 Monate ein Video. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das ja auch Spaß. Gerade war ein Geräusch. Da ist jemand, die Straße, in der ich hier wohne und parke, die ist sehr schmal. Wenn Leute quasi mein Auto da sehen, dann müssen sie irgendwie auf dem Gehweg oder so dicht an den Gehweg ran, wie es nun geht. Dann hört man die Reifen und die Radkappen am Gehweg schleifen. Das finde ich schön. Das sind bei meinem Auto, es gibt auch Leute, die haben irgendwie so ein VW Polo oder wie das kleinste Auto der Welt. Und die stehen so scheiße. Normalerweise musst du ganz links am Rand stehen, dann passt das. Dann komme ich auch durch ohne Probleme. Einige stehen irgendwie so 1 Meter von ab. Das heißt, ich muss generell immer auf dem Gehweg rauffahren. Und ja, da fahren halt die Fahrradfahrer. Und ach, Chaos pur. Also Kleinstadtleben ist auch nicht so einfach. Gut. Das dazu. Vielen Dank. Wie gesagt, schickt Fragen. Wenn nicht, dann nicht. Dann erzähle ich halt irgendwie einfach mal wieder so. Ich erzähle ja gerne. Ich höre mich auch gerne reden. Von daher, ja, das war's. Einen schönen, was auch immer der Tag heute noch ist bei euch. Wir sehen uns demnächst ja wieder hier mit dem Fragevideo oder irgendwo draußen in der Natur. Bis dahin, Peace, gute Nacht.